Die Urbanisierung schreitet voran. Immer mehr Menschen leben in Städten. Für den Verkehr und für unsere Mobilität hat das starke Auswirkungen. Der Klimawandel hat ein neues Umweltbewusstsein entstehen lassen. Wir fragen uns nun, wie lassen sich die Verkehrsströme besser, effizienter und umweltschonender organisieren? Wie gelangen wir noch sicherer und komfortabler von A nach B? Auch ohne eigenes Auto. Dynamo ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Rahmen der Bekanntmachung von Tür zu Tür, eine Mobilitätsinitiative für den öffentlichen Personenverkehr der Zukunft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dynamo zeigt Perspektiven auf, wie wir in Zukunft in den boomenden Städten, aber auch im ländlichen Raum mobil bleiben. Anwendungspartner, Technologiepartner und Wissenschaft arbeiten bei Dynamo zusammen. Dynamo bietet Ihnen über Ihr Smartphone persönliche Reiseplanung und Reisebegleitung sowie die Navigation für Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Unterschiedliche Verkehrsmittel werden in einer App kombiniert: öffentlicher Nahverkehr, Carsharing, Bikesharing und Mitfahrnetzwerke. So kann der Nutzer seine Routen bequem auf seine Bedürfnisse zuschneiden. Dynamo begleitet Reisende von Tür zu Tür. Informiert zum Beispiel, wann man sich auf den Weg zur Haltestelle machen soll. Ein zentraler Aspekt von Dynamo ist es, innovative und neuartige Ansätze für die Indoor-Ortung, das Indoor-Routing und die Navigation durch Gebäude zu untersuchen, damit auch der Weg von Gleis zu Gleis oder aus dem Gebäude hinaus zum Kinderspiel wird. Dabei spielt auch die barrierefreie Wegführung eine große Rolle. Wo befinden sich die Aufzüge? Ist ein Aufzug defekt? Dynamo sorgt dafür, dass jeder Nutzer die für ihn passende Route finden wird. Dynamo verbindet Nutzer miteinander. Über Social-Media-Dienste werden Infos über Verspätungen, Ausfälle oder Staus gesammelt und weitergegeben. Routen werden dynamisch angepasst, je nachdem, wie sich der Verkehr aktuell entwickelt. Bei Dynamo arbeiten wir an einem Reisebegleitdienst, der intermodal ist und verschiedene Angebote miteinander vernetzt. Kommt es zu einer Störung im Reiseverlauf, bietet Dynamo dem Nutzer als Alternative auch den Umstieg auf ein Car- oder Bikesharing-Fahrzeug. Dynamo trägt zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität bei. Davon profitieren die Kunden, weil sie von Tür zu Tür zielgenau und dynamisch begleitet werden. Davon profitieren die Projektinitiatoren und Partner, weil Dynamo ihre Angebote attraktiver und nutzerfreundlicher macht. Und davon profitiert auch die Umwelt, weil Dynamo den öffentlichen Verkehr stärkt und so zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes beiträgt. Das Projekt Dynamo läuft noch bis Ende November 2015. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund und der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund erproben aktuell exemplarisch Dynamo-Forschungsergebnisse in ihren Testfeldern. Dynamo entwickelt Perspektiven für die Mobilität der Zukunft, damit wir auch morgen mobil bleiben.